Vereine der Region. Unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Der Weihnachtsmarkt ohne Musik, das würde wohl kaum funktionieren. An jeder Ecke dudeln die scheinbar immer gleichen Weihnachtslieder aus den Boxen. Die Cottbuser Musikspatzen stechen da aus dem Einheitsbrei heraus. Der Spielmannszug tourt derzeit mit ihrer handgemachten Musik durch die Region. Gestern machten sie Halt auf dem Altmarkt. Mit dabei ist Josephine Schröder. Die 11-Jährige spielt Querflöte. Auf die Weihnachtszeit freut sie sich besonders. Nicht aber aus den Gründen, die man vielleicht vermuten könnte. Also ich mag die Weihnachtszeit ehrlich mehr als die normale Auftrittssaison, weil da können wir uns einfach so kleiden, wie wir wollen. Und da können wir auch ein bisschen lässiger dastehen und haben auch Mützen auf. Finde ich auch gut. Die Arbeiten für die Weihnachtszeit haben schon früh begonnen. In einem eigentlich ruhigen und idyllischen Wald haben die Musiker etwas Leben gebracht. Anfang November nisteten sich die Musikspatzen bei Bademeusel ein. In einem Trainingslager haben sie hier die Stücke für den Winter eingeprobt. Josephine natürlich auch. Seit 6 Jahren ist sie schon dabei. Also das war in der 1. Klasse. Da sind sie reingekommen mit Flöte, Lyra und Trommel. Und da habe ich gedacht, das wäre ja ganz cool, wenn ich vielleicht auch ein Instrument spielen könnte. Und dann bin ich am Mittwoch mal in die Schule gegangen und habe geguckt, was da so ist. Und dann habe ich auch angefangen, Flöte zu spielen. Josephine Rehfeld ist seit 3,5 Jahren dabei. Genau wie ihre Namensvetterin spielt sie Querflöte. Nicht ungewöhnlich. Neben den Trommeln sind Flöten das klassischste Instrument eines Spielmannszugs. Also das Besondere ist daran, dass man halt, dass man die Luft richtig hat. Also man muss nicht nach oben pusten, sondern nach unten in die Flöte rein. Und man muss halt immer die Finger auf den Löchern oben haben, weil wenn der nicht richtig oben ist, dann kommt halt der Ton nicht richtig raus. Natürlich kamen aber auch die anderen Instrumente nicht zu kurz. 25 feste Mitglieder haben die Musikspatzen. Je nach Auftritt kommen bis zu 25 weitere freie Musiker dazu. Seit mehr als 30 Jahren gibt es den Verein schon. Mitmachen kann jeder. Das jüngste Mitglied ist 8, das älteste 37. Von Pop, Schlager bis hin zu Filmmusiken und natürlich klassischen Märschen wird nahezu alles gespielt. Etwa 50 Auftritte gibt es im Jahr. Josephine hat sich daran schon gewöhnt. Es ist nur ganz selten, dass ich Lampenfieber habe. Zum Beispiel jetzt bei neuen Liedern habe ich manchmal Angst, dass ich da falsch spiele oder so. Aber danach ist man dann erleichtert, dass man es dann doch geschafft hat. Auf dem Weihnachtsmarkt hat alles geklappt. Circa 45 Minuten hat der Auftritt gedauert. Am 16. Dezember kommen die Musikspatzen wieder. Um 17 Uhr treten sie auf der Altmarktbühne auf. Danach können die Musiker dann bestimmt wieder auf einen gelungenen Auftritt anstoßen. Mit Kinderglühwein und heißer Schokolade natürlich. Vereine der Region. Unterstützt durch die Sparkasse Spree-Neiße. Sicher, stabil, solide.